Katzen. Ah, die explodieren. Deine Mutter explodiert. Nein, nicht meine Mutter. Also dem Spiel auf jeden Fall. Oh, ich kann das nochmal benutzen. Cool. Das ist ein geiler Gegenstand. Den kann ich mehrmals benutzen. Na dann. Aber Bomben fehlen mir. Soll ich das jetzt aufmachen, um einkaufen zu gehen? Ohne Map für 15. Darf ich die immer behalten dann? Hallo, rede mal mit mir. Oh, hängst gerade fest, ne? Oh, hier gibt's eine Karte für 5. Nö, schon gut. Ich möchte gern einmal ein Herz. Yippie! Yippu! Juhu! Yippie! Yippie! Ich bin so toll. Okay, scheinbar ist das so ein Spiel, wo man immer random irgendwas bekommt, damit jedes Spiel anders ist. Das ist natürlich gut gemacht. Ich habe keine Ahnung. Nö, nö, nö. Ich will die Karte nicht holen. Nö, nö, nö. Ich lasse mich überraschen. Ich habe ja eh keine Bomben. Also ist eh egal. Und dann würde ich nur sehen, wo ich hingehen könnte. Und dann kann mich da gar nicht hin. Und dann bin ich sauer. Wuhu, ich schieße euch alle tot. What the fuck? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Lass mich in Ruhe. Habe ich einen umgebracht? Juhu. Warte. Na komm, 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 komm. So viele Herzen weg. Ich möchte dich töten, ich möchte dich töten, ich möchte dich töten. Mit der Macht der Tränen. Hallo? Emo Power! Emo Power! Ja. Oh. Ja, das war wichtig. Danke. Das brauchte ich. Mir egal. Was ist das denn schon wieder jetzt? Ah. Wieder so ein unheimliches Spiel. Sowas kann ich doch nicht so leiden, weil ich sowas nicht kann. So nicht ab kann. Na komm, sterb, 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 sterb. Auf jeden Fall lustig gemacht. Aua, ich bin gleich tot, weil ich mich verdrückt habe. Wie wär's mit... Geld ist nicht alles. Ich bräuchte mein Herz. Oh. Ich frage mich immer noch, was das darstellen soll. Ich meine, okay, vielleicht lebt er in einem Haushalt, der dreckig ist. Und er findet es eklig. Das könnte ja sein. Aber was soll... Na, komm jetzt. Was soll... Was soll das darstellen? Ist seine Mutter hässlich? Oder hat seine Mutter irgendwie... Krebs? Naja, okay. Dann haben wir einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel werden wir uns jetzt richtig viele Herzen holen. Ich bin kurz davor, zurückzugehen, mir nochmal Herzen zu kaufen. Ach, wir probieren das so. Ja, was soll ich da jetzt machen? Liebes Tagebuch, heute bin ich gestorben. Ich wurde bei diesem Teil in irgendeiner Höhle getötet. Alles, was ich hatte, hinterlasse ich meiner Katze Guppy. Er hat eine Katze? Das ist ja traurig. Ah, ich hätte meine Karte benutzen sollen. Death. Naja, da muss man mal reinkommen in das Spiel. Lebe wohl, du grausame Welt. So, Collection. So, was macht das? Was macht das denn? Kannst du mir das mal sagen? Wäre schön, wenn man draufklicken kann und dann sagt er dir, was das macht. Das wäre doch mal richtig toll. Einmal gestorben, Items 5 gefunden und ein Secret. Okay. Entweder passiert das wirklich oder ist es egal. Spiel nochmal. Ich muss hier. Ich muss 7 Herzcontainer, dann habe ich Magdalene. Ist das die Mutter? Ich habe keine Ahnung. Und wir haben Kane. Wir brauchen 55 oder mehr Pennies. Okay, ganz viel Geld sammeln. Judas wird kein. Wissen wir nicht. Und dann haben wir noch Eve. Zweimal mit dem Tod eine Verbindung. Yes. Ein Deal mit dem Teufel eingehen. Ach ja, da war ja irgendwas, dass man irgendwas machen konnte. Na, okay.
Wir spielen es natürlich noch weiter. So, Gegenstand mit Space. Das heißt, ach ja, ich muss mich daran gewöhnen. Das mit der Steuerung. Lass mich in Ruhe, Zombies. Ist das ein Albtraum oder? Ja, ich hinterfrage viel. Ich weiß, vielleicht mache ich mir damit auch einiges kaputt. Aber trotzdem, ein bisschen will ich das schon wissen. Oh, wie komme ich denn an die Bomben jetzt ran? Also am besten, ich will ich haben. Ich muss das hier aufbomben. Oh, kann ich sogar. Wartet. Wuhu! Pille ist hier. Okay, mit Q kann ich jetzt eine Pille nehmen. Und hier kommt. Jetzt kam ich das Goldene durch. Ich weiß nicht warum. Anarchisten-Kochbuch? Kann ich alle kochen mit Space? Probiere ich gleich mal aus. Oh mein Gott, die Steuerung mit dem. Ich bin einfach so schlecht mit der. Mit dem Keyboard. Oh mein Gott. Probieren wir mal aus. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay. Ist das jetzt, wie oft ich es mal aus... Lädt das wieder auf? Mal gucken. Bestimmt muss ich irgendwas kaputt hauen oder so. Probieren wir das mal. Ach, Geld. Lohnt sich das? Ich habe noch kein Geld. Ich bräuchte... Ja, komm. Ah, ich drücke mal falsch. Ja, es sind aber nur drei. Das ist ja irgendwie lame, ne? Das ist ja irgendwie lame. Und hier ist Gras, das ist schön. Ach, mir tun so welche Kinder mal leid. Weil meine Kindheit war zwar jetzt nicht die beste und so, aber wenigstens mussten wir nicht irgendwie, wurden wir nicht eingesperrt oder geschlagen. Aber ja, viele haben heutzutage immer noch Probleme damit. Wow, also und denken, sie haben Probleme. Ja, komm. Hallo? Ich möchte dich treffen. Ja, okay, dann eben von der Seite. Ach, ich kann ja gar nicht mehr. Ich muss ja wieder wie normale Leute jetzt weinen. Ich schaff das schon noch. Ja, komm. Jetzt kann er eh nichts machen. Ja, komm runter, komm runter, komm runter, du Herz? Nein, Herz hat keinen Knochen. Keine Ahnung. Wieder die Scheiße wegmachen. Ja, das ist, glaube ich, wie Super Meat Boy. Man muss sich konzentrieren, man kann nicht wirklich die ganze Zeit reden oder sowas. Und ich bin eigentlich nur überrascht, was denn noch auf mich zukommt. Hallo. Bringt das irgendwas, die Feuer auszumachen? So, ich kann mir nur... hier kann man Schlüssel kaufen. Verdammt! Wo könnte jetzt... Vielleicht kann man es irgendwo sehen. Irgendwie. Irgendwo. Oder ist das nur Glück? Hier irgendwie. Kann ich hier durch? Ich will eigentlich meine Bomben dafür nicht missbrauchen. Oh mein Gott. Dann... Was bist du? Hallo? Tot oder? Hallo? Was macht dieses Spiel mit mir? Oh, ist es weg. Natürlich. War alles nur in meinem Kopf. Aber jetzt haben wir genug Punkt. Wir probieren es hier nochmal. Ne, scheinbar ist es Glück. Das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Aber wir haben diese Pille. Und die benutzen wir gleich beim Endgegner. Ist es der gleiche Endgegner? Oder sind die immer unterschiedlich? Bin ich mal gespannt. Okay, Entschuldigung. Oh ja, okay. Der hat mich eben umgebracht. Okay, ich habe Tiers ab jetzt. Sind die immer gleich schwer? Das heißt, oder gleich leicht, oder was auch immer. Das wäre natürlich... Ja, geht mal weg, bitte. Ich will fliegen. Tier ist ab. Gut wäre natürlich, würde ich jetzt diesen Space-Gegenstand wieder bekommen. Wenn ich Gegner besiege oder so. Wow. Naja, aber ich finde es jetzt herausfordernd, aber jetzt Super Meat Boy habe ich das Gefühl, ist schwerer.
Naja, ist aber auch anders. Ist auch anders gewollt. Aber ich habe Super Meat Boy noch nicht gespielt. Will ich aber auch nicht. Das ist so wie dieses I Wanna Be The Guy. Das ist ziemlich egal. Oh, da erinnere ich mich aber an eine Horrorgeschichte, die ich mal als Kind in einem Comic gelesen habe. Wo ein Junge total immer neugierig war. Und dann sind sie eingebrochen, so ein altes Haus, das schon ewig leer stand. Und dann plötzlich hat das Mädchen gedacht, das ist hier ganz komisch warm in dem Raum. Und haben das Licht angemacht und dann bestand das Haus aus Fliegen. Und dann hat... Oh, sehr gut. Und dann am Ende ist sie rausgelaufen und hat gesagt, komm auch raus. Und ist herausgegangen und war auch eine Fliege. Pentagramm. Ja, okay, dann wurden wir jetzt halt irgendwie der Sohn Satans scheinbar. Na dann, was steht denn da? Basement 2, achso. Oh, was Neues. Oh mein Gott, also ist das eine Verarsche jetzt? Ist auch jedem mal schon mal passiert. Meine Fresse. Ja, komm, ich geb dir was. Ja, komm. Yay, ein Schlüssel, danke. Wow, das hat sich gelohnt. Ich wollte gerade sagen, du Bitch. Ah. Bin ich eigentlich besser geworden jetzt oder bringt das gar nichts? Oder ist das nur so wie neue Skins, die nichts bringen? Das ist natürlich schade. Pillen und eine freigemacht, wo ich das gar nicht war. Weil wenn das nur Skins sind, die man nicht auswählen kann, ist das natürlich, das ist Hacke. Weil dann kann man ja eigentlich nichts sammeln bei dem Spiel. Eigentlich nicht. Dann ist es ja... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Okay, ihr seid einfach, solange ich waagrecht zu euch stehen bleibe. Trotzdem, ihr geht ab. Zwei Stück, dann kann ich ja mal jetzt... Na, noch nicht. Erstmal... Plutoni. Oh mein Gott! Au! Wie ist das eklig? Der hat seinen Brustkorb irgendwie geöffnet. Das ist ja sympathisch. Gehen wir einkaufen. Ah, oh, wie glücklich er ist. Hi, hi. Na, wie geht's? Guck mal, ich guck traurig. Ich bin ein Satan, ich bin so ein Dämon, der traurig ist. Wir haben auch Gefühle. Behalte ich das eigentlich, wenn ich das nehme? Ich traue mich das nicht zu nehmen. Ich möchte lieber mein Dingens hier behalten. Aber okay, komm. Building Bridges. Scheinbar habe ich das jetzt. Das ist doch schön. Tschüss. Er freut sich für mich. Das ist doch mal nett. Das ist Kundenservice. Hallo. Tschüss. Nee, ich will nicht mit dir reden. Brauche ich dafür einen Schlüssel? Ist egal, war noch ein Schlüssel drin. Das heißt Geld, yay! Und das hat irgendwie nicht wirklich viel gebracht. Ich könnte jetzt nach oben mal bomben. Wenn ich eine Bombe hätte, könnte ich das machen. Da hast du vollkommen recht, Geld. Das könnte ich so machen, hätte ich eine Bombe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Irgendwie überhaupt irgendeinen getroffen? Ja! Okay. Die Sachen nicht kaputt gehen, das finde ich gut. Ich möchte da unten hin. Juhu, ich brauche einen ganz normalen Schlüssel. Den hätte ich beim anderen auch reingekonnt. Verdammt! Doctor's Remote. Ja. Ein Spiel, wo man sich überraschen lässt, was denn so passieren wird. Nehme ich halt Remote mit, obwohl ich die Bomben sehr gerne hatte, muss ich zugeben. Lass mich. Alles um mich töten, na, wenigstens nicht so schlimm wie Tohu. So. Und, oh, wir haben ja Justice. Jo. Ich habe keine Ahnung. Wir können es ja probieren. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Wir könnten es aber probieren zum Angucken, weil... oder nein, oder wir benutzen Justice gleich beim Endgegner.
und dann holen wir uns die anderen Sachen wieder. Ganz einfach. What the fuck? Bam. So. Ach, du solltest doch weiter rechts bomben, um zu gucken, ob da was ist. Jetzt kann ich nichts machen. Na, okay. Wir gucken mal, was... was Just... Wie macht ihr das eigentlich? Wie machen Baller-Leute das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was hat das jetzt gebracht? Irgendwie gar nichts. Ja, okay, jetzt muss ich halt nochmal so gegen ihn kämpfen. Was soll's. Oh, bitch, please. Aber geht's dann, man soll überleben. Dann muss man immer wieder probieren, bis man überlebt, oder was? Ist das nicht irgendwann auch langweilig? Naja. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich hab, ich bin da nicht so der, der zum Beispiel wie Mega Man. Würde ich irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Oh ja, ist ja gut jetzt. Stirb mal. Oder bist du schon tot? Oder? Ich habe keine Ahnung. Yay! Breakfast, yes! Jetzt gehen wir zurück und holen uns unsere Pille wieder. Denn denkt immer dran, die Pille zu nehmen ist wichtig. Bam. Und wir könnten noch was einkaufen. Brauchen wir aber nicht. Jetzt wüsste ich, wo man... Vielleicht hört sich das anders an. Ich meine, bei Zelda ist es auch so, dass sich es anders anhört, wenn man... Ja, okay, oben ist ja eh nichts. Vielleicht ja hier. Ich höre keinen Unterschied. Schade. Gehe ich so weiter. Ich will die Bombe lieber benutzen, falls gleich irgendwas wieder kommt, wo man sie, wo man was mit Sicherheit bekommt. Und wir behalten das Remote-Teil und los geht's. Wird er gerade angekackt? Isaac, du bist aber auch ein Opfer. Warum wirst du so fertig gemacht? Was ist los? Wer ist das? Und warum machen sie sich fertig? Ich glaube, ich bin aber stärker als sonst. Ja, komm. Bitch. Oh mein Gott, da ist noch einer. Ich dachte, ich hätte den. Aber okay. In der Mitte ist eine Bombe. Ah, ich kann ja rüber. Ich habe die Leiter.